Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Empire. Heute machen wir ein Review zum 2 Monate alten OnePlus Nord CE 5G. Das OnePlus Nord CE 5G hat ein 90 Hz AMOLED-Display mit einer Auflösung von Full HD Plus. Es wird ausreichend hell, finde ich. Also es ist so, dass man es auch bei Sonneneinstrahlung noch ordentlich erkennen kann. Ist jetzt nicht das allerhellste Display, aber ist schon okay. Das OnePlus Nord CE 5G hat einen 4.500 mAh starken Akku. Mit dem kam ich jetzt ungefähr auf 10 Stunden Display on Zeit. Manchmal waren es auch nur 8 Stunden. Damit kam ich ungefähr über 3 bis 4 Tage. Das OnePlus Nord CE lädt auch ziemlich schnell auf. Mit dem WaptCharge T30 Ladegerät, das im Lieferumfang dabei ist, lädt es in ungefähr 55 Minuten komplett auf. Und in ca. 20 Minuten kann man die Hälfte des Akkus aufladen. Mit einem konventionellen Ladegerät lädt es aber leider nicht so schnell auf. Da dauert es dann eher so 1,5 Stunden oder so, bis es voll aufgeladen ist. Das OnePlus Nord CE ist mit Gorilla Glass 6 geschützt. Leider hat es nur einen Kunststoffrahmen, eine Kunststoffrückseite, aber es fühlt sich trotzdem okay in der Hand an. Als Prozessor haben wir hier den Snapdragon 750G, der eine für mich ausreichende Performance liefert. Die Apps starten ordentlich schnell, das gibt es nicht viele Verzögerungen. Ruckler gibt es manchmal, aber auch sehr selten. Viele werden sich darüber freuen, dass es noch einen klassischen 3,5 mm Klinkenstecker hat. Da kann man halt auch mit ganz normalen Kopfhörern hören. Als Betriebssystem kommt Android 11 mit OnePlus Oxygen OS. Die Oberfläche ist sehr clean. Zum Beispiel sind die Schnelleinstellungen hier ein bisschen aufgeräumter als im normalen Android. Auch die Benachrichtigungen sind viel besser sortiert, finde ich. Das OnePlus Nord CE hat 3 Kameras, eine 64-Megapixel-Weitwinkelkamera, eine 16-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, 2-Megapixel-Schwarz-Weiß-Linse. Als Selfie-Kamera haben wir eine 16-Megapixel-Weitwinkelkamera, die brauchbare Ergebnisse liefert. Als nächstes gucken wir uns die Kamera-App von OnePlus an. Die ist sehr schlicht aufgebaut, wie man sieht. Das hier ist jetzt die 64-Megapixel-Weitwinkelkamera. Hier haben wir dann noch die 16-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Ist wie gewohnt von Weitwinkelkameras etwas verzerrt, aber kann man mit leben. Wenn man da etwas weiter reinzoomt, geht halt nur digital, wird das Bild ein bisschen verwaschen, aber ich glaube, damit kann man leben. Wir haben hier die Möglichkeit, in den Pro-Modus zu wechseln. Da kann man sowas wie ISO, Weißabgleich, Belichtung und so alles manuell einstellen. Man hat auch da oben ein Histogramm. Dann gibt es noch den Nachtmodus, der bei Nacht etwas bessere Bilder liefert. Und den Porträtmodus, bei dem man einen künstlichen Tiefen- und Schärfeeffekt erzeugen kann. Die Lautsprecher werden ordentlich laut. Wir haben einen Wert von 75 Dezibel gemessen als Höchstwert. Dann machen wir jetzt noch einen kleinen Videotest. Guten Tag, dies ist ein Test mit dem OnePlus Nord CE 5G von der Videoqualität und der Audioqualität von der Frontkamera. Das gleiche machen wir jetzt nochmal mit der normalen Kamera. Aufnahme starten. Einmal über den Gimbal. Kommt wieder zurück. Das war ein Test der Hauptkamera. Das OnePlus Nord CE 5G kann viel dafür, dass es nur 329 Euro gerade auf Amazon kostet. Ich bin damit bisher zufrieden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schreibt gerne mal eure Meinung zu dem Gerät in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!